Herzlich willkommen Mercedes GLS. Ich möchte euch hier einmal die Waschstraßenfunktion vorführen. Eine neue Funktion, die den GLS darauf vorbereitet, in eine Waschstraße hineinzufahren. Dafür muss ich einmal in die Fahrzeugeinstellung gehen. Kann ich hier über Schnellzugriff machen oder ich gehe über den Touchscreen und habe dann hier das Menüfeld für die Settings, für die Einstellung, verschiedene Symbole. Und hier unten erkennt man auch schon das Symbol für die Waschstraße. Wenn ich das aktiviere, dann sagt er mir, was jetzt gleich passiert. Das Ganze funktioniert eben nur bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h. Schneller fahre ich in so eine Waschstraße in der Regel auch nicht rein. Wenn ich das Ganze jetzt aktiviere, dann achtet mal auf die Außenspiegel. Die fahren dann nämlich jetzt gleich ein, beziehungsweise legen sich an. Zack. Und hier sieht man einmal aufgelistet in so einer Checkliste, was jetzt gerade alles passiert. Das heißt, die Seitenspiegel werden angeklappt, die Fenster werden geschlossen, Umluft wird eingeschaltet. Zum Beispiel auch der automatische Scheibenwischer wird ausgeschaltet, dass der nicht in der Waschanlage dann angeht. Und das Fahrzeug wird auf ein höheres Niveau gebracht, wodurch sich, naja, man kann jetzt nicht sagen, die Spurbreite verändert, weil die bleibt gleich, aber die Radstellung verändert sich etwas. Und dadurch sind die Räder vorne, sag ich mal, besser dafür prädestiniert, weil es ein bisschen schmaler ist, um in die Waschstraße hineinzufahren. Jetzt hat er es abgeschlossen, jetzt sollte die Frontkamera angehen und 360 Grad an sich, da ist sie. Vorne seht ihr keine Waschstraße, aber das soll ja auch noch mal simuliert sein. Und ich hätte dann eben die Möglichkeit, jetzt in die Waschstraße reinzufahren. Fahre ich wieder raus und fahre schneller als 20 km/h, dann deaktiviert er alles wieder automatisch, fährt die Spiegel dann wieder aus, stellt die Lüftung wieder ganz normal ein. Hat dann wirklich eben den Vorteil, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wenn ich in die Waschstraße einfahre. Da habe ich an alles gedacht, sind alle Fenster zu, einen Knopf eben drücken. Mercedes übernimmt alles, ich fahre wieder raus, Mercedes fährt alles wieder zurück. Ich finde das total praktisch und würde mir das auch für andere Sachen wünschen, wenn ich auf eine Autobahn fahre oder über eine Landstraße, dann habe ich einfach eine Autobahnfunktion. Er stellt dann schon mal alles ein, aber okay, kann man sich natürlich auch selber einstellen. Finde ich clever gemacht und würde mir da noch mehr in Zukunft wünschen.